So. Alter, wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Ist doch mal gar kein Problem. Das mache ich doch mit links. Hey, Freunde, na? Also, ihr seht nicht gut aus. Alles klar? Hey! Ach, Scheiße, Alter. Wow! Okay, 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 okay. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew... Alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Tempel out. Ja, Kollegen kamen verändert wieder. Denn ich Montag. So, okay. Na dann. Ach du Scheiße. Das sieht doch nicht gut aus. Shit. Okay, also der wird noch leben. Hab's doch gewusst. Was zum Henker ist hier los? Es ist Ben Harris Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen. Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ah, hi Jemini. Und wieder. Ich liebe es. Horrorspiele und Toiletten. So, okay. Hier hinten haben wir noch ein Schema vom Flammenwerfer, okay. Ich glaube, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht so der große Freund vom Flammenwerfer bin hier. Weil halt einfach du die Feinde extrem nah an dich ranlassen musst irgendwie. Und das ist hier echt so ein bisschen nicht so geil. Keine schlechte Idee. Werkbank. So, wir haben ja noch 2 Energieknoten. Vielleicht wollen wir die investieren. Ah, oh, okay. 2 Firmen. Tatsächlich weiß ich es noch nicht so richtig, was wir jetzt machen. Wir gucken. Wie geht's dahin? Kontrollstation. Auf geht's! Hello! Hier ist der Weltraumhausmeister. Wo? Wie? Hab
Denkt dran, was ihr hört hier. Wohl. So, bringt er nicht was? Was für eine gottverdammte Verschwendung von Munition. Dann zieht runter. Tanksequenz aktiviert. Ah, der feine Ingenieur von heute fest nicht mehr an. Er macht alles nur noch mit Chinese. Safety first. So, dann wollen wir mal. Oh, wie? Höre die Feinde. Oh shit. Also wie gesagt, die Schwarzen sind echt finster. Ah, scheiße. Explosion Packs irgendwie, die hätte man natürlich cool nutzen können, aber... Naja, wurde man wieder ein bisschen panisch hier auf dem letzten Meter. Naja, egal. Okay, aber wir werden uns mal kurz etwas von der guten alten Medizin reinpfeifen, damit wir hier mal nicht gleich drauf gehen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Tampa. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekappt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Sie hätten ihn nicht liegen lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Ups. So viele Sachen hier. Ich habe immer ein bisschen Bammel, hier irgendwie was zu verpassen. Irgendwie ein cooles Versteck zu übersehen oder sonst irgendwas. Oh Gott, Alter. Die sehen alle irgendwie tot aus. Wir sorgen mal dafür, dass es auch so bleibt. So, was haben wir hier hinten? Na, mal schauen. Das ist also Pack. Können wir machen. Schema vom Ripper. Brrr, schade. Geht nicht. Okay.
Sequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ekelhaft. Ja, scheinbar möchte das Spiel jetzt, dass ich mir eine Impulswaffe hole. Ich höre sie doch. Wir zurück, ne? Ja, genau. Hochhin. Ich würde aber gerne erstmal unten gucken, was hier ist irgendwie. Von daher. Hello! Bitte erschreckt mich nicht. Das wäre total toll. Ah, okay. So, Freunde. Die Wichser. Hey, der Witzka. So, ja, diese Infekter, die sind natürlich ziemlich krass. Da muss man immer ziemlich, wirklich doll aufpassen. So, gut. Hier machen wir uns mal kurz noch mal ein bisschen schlank im Inventar. Twinkle, twinkle.